Ja, moin moin, wir sind wieder hier in unserem Denisen unterwegs, in dieser City. Immer noch mit der Mission, wir müssen Geld verdienen und zum einen, zum anderen. Ey, verdammt nochmal, ey. Geh doch erstmal duschen, so. Toilette gehen wir auch nochmal, da haben wir alles voll. Ja, Geld verdienen und dann müssen wir irgendwie gucken. Es muss doch irgendwie möglich sein, dass wir unseren Shop da irgendwie, ne? Also wie gesagt, ich vermute ja, dass es möglicherweise in dem Demo noch gleich Einschränkungen gibt, ne? Aber das müssen wir jetzt rausfinden. Ach ja. Komm, wir sind noch so schnell. Mit Stöckelschuhe, ne? Bankwesen. Es muss irgendwie möglich sein. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Wie viel haben wir jetzt? 20 Uhr, also wieder mitten in der Nacht. Meine Güte. Komm nicht erstmal. Ach komm, ist egal. Dass da nicht steht, ne? Geht immer noch nichts. Was ist dann eigentlich? Nochmal Einstellungen. Spielweise. Gibt's dann eigentlich? Ah! Eingang. Tastenbelegung. Vorwärtsbewegung, Rückwärtsbewegung, nach links bewegen, rechts, Sprint, Telefon, P, Inventar. Einzelhandel, R. Oh, das könnte was sein. F ist, wissen wir, Ausfahrt, also zurück, ja, beschleunigen. Links, lenken, rechts, Handbremse. Ah, Leertaste ist Handbremse, okay. Radio, V, zurückschauen, Q. Und Stapel, Gabler. Eingang zurücksetzen. Einzelhandel, R. Oh, dann. Aha. Ach so, Ladennamen eingeben, da haben wir es doch schon. Wie heißt er dann? Zockers. Ja, geht. Zockers Paradise. Ja, lassen wir es mal einfach. Bewertung noch nicht verfügbar. Videospiele, Geschäftstyp, ja, das steht ja alles drin. Ach so, dann könnten wir jetzt. Ah, jetzt könnten wir auch die Haushaltsgeräte kaufen. Okay. Öffnungszeiten 10 bis 19 Uhr, ja. Actionspiele, 35 Dollar. Verkaufen wir vielleicht nicht, oder? Komm, lassen wir mal. Inventar liquidieren, oh Gott. Werbeaktion, Actionspiele, Rabattbetrag. 3%. Werbekampagne Start 150 kann man so nicht leisten. Schade. 2 Tage. Machen wir. Jetzt geht's. Mitarbeiter erforderlich. 1 Stundenlohn 12. Ja, okay. Mal gucken, ob der jetzt da ist. Automatisch. Jedes eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern erforderlich. Stundenlohn recht. Aber die kommen aber schon dann automatisch, oder? Nee. In dem sich das Geschäft befindet, das ist richtig. Aber eröffnet ist ja auch 10 Uhr erst, ne? Genau, und wir haben ja noch keine 10 Uhr. Wie viel Uhr haben wir jetzt? 21 Uhr 8. Können wir jetzt noch schnell ein bisschen Pizza backen gehen? Ein bisschen Geld verdienen gehen? Das wäre ja auch noch was. So ein Mist. Tja, Zockers Paradise. Jetzt sind wir im Game. So. Auch wieder das wieder hinbekommen. Jetzt, achso, ich wollte gucken, aber Pizza können wir jetzt gerade machen. Da scheint es viel zu spät. Ja, erst morgen alles wieder. Das machen wir für morgen gleich klar. Das geht klar.
Hat der einen Job für uns heute Nacht? Okay, ja, aber cool. Wie gesagt, das soll ja nicht zu schnell gehen. Das wäre ja auch Quatsch. Dann brauchen wir das ganze andere Gedöns nicht. Wir gehen schlafen jetzt. Was sollen wir jetzt hier rumlummern, ja? Geld haben wir auch keins mehr. Und nicht, dass wir hier im Obdachloseheim lande. Was ist denn das hier? Gibt's ja auch noch. Ja, hier gibt's nichts. Noch nichts. Oder niemals. Sind die Schritte ein bisschen schwerfälliger gewesen, ne? Nach oben. So. Da sind wir. Bis Montag. Was haben wir dann? Stopp, halt, zurückkommen, zurückkommen. Montag 10 Uhr haben wir jetzt. Schlafen. Bis Dienstag 0 Uhr. Das ist aber doof. Schlafen. Oh. Zwei Uhr nachts. Oh, jetzt laufen wir hier rum. Wir können nicht einschlafen, ne? Können wir machen. Ach Mann, ist das blöd. Ich habe ja nichts zu tun jetzt über Nacht, ne? Also ich muss irgendwie unbedingt gucken, dass ich abends schlafen gehe, sodass ich dann morgens wieder wach bin, weil es geht ja offensichtlich nur tagsüber das meiste hier zu, was hier zu tun gibt, ne? Laufen wir da rum und habe Energie wie gestört. $10,44 haben wir, ne? Also es wird Zeit, dass wir Geld verdienen. Also auch der nächste Tag bringt hier nichts. Oh, wie sieht es denn damit aus? Nein, es ist nicht mehr vermietet. Und ich kann mir es nicht leisten. Nein! Ich hoffe, dass meine... Aber ich glaube, die Games bleiben drin wahrscheinlich. Ne? Wenn es gemietet habe, ist alles wieder beim Alde. Oh Mann, lass mich schuften, lass mich arbeiten, Mensch. Shops. 11 bis 15 Uhr. Verbrenne mehr Energie, wenn wir laufen? Nee, das ist einfach nur zeitlich bedingt. Oh Mann, das kann ich im Moment gar nichts tun. Vielleicht wird mir was gesoffen, aber geht ja auch nicht. So viel Geld habe ich nicht mehr. Das ist echt schade, dass wir die Zeit nicht vorspringen können. Ich kann jetzt Treppenhaus renovieren oder sowas. Irgendwas könnte ich schon machen in der Zeit. Vielleicht können wir wenigstens wieder Nickerchen machen jetzt.
bis Dienstag 5 Uhr. Ja, wenigstens kann er ja wieder schlafen. So. Jetzt haben wir 5 Uhr. In 6 Stunden fängt mein Pizzadienst an. Das Paradise steht aber noch da, ne? Alter, das dauert. Oh nein! Ist ja blöd, dass die Schichte in der Pizzeria nicht mehr verteilt werden. Ja gut, mitten in der Nacht macht es ja keinen Sinn. Warum sollen die mitten in der Nacht aufhaben? 5 Uhr morgens. Wer braucht da jetzt eilig ganz schnell und dringend eine Pizza? Also, bei mir kommt das schon mal vor, ne? Dass ich schon Hunger habe und ich hätte jetzt Bock auf eine Pizza. Liegt man wach im Bett, ne, und hat man Lust. Was man mal probieren könnte, ist nochmal in die eine Tür einzubrechen, ob da vielleicht sich was verändert hat. Was sag ich mit denen? Ob da wieder was drin ist zum Stehlen? Da war sie, ne? Also wenn das nur einmalige Beute war, dann war das sehr ärmlich, ne? Da war hier fast nichts drin. Aber ich glaube, der ist immer noch... Oh, doch. Das ist trotzdem ärmlich, ne? Für so viele Möglichkeiten. 4 Schränke und 3 Gegenstände. Mehr haben wir nicht, naja. Das Einzige, was wir haben, ist, wir haben Zeit vergeudet. Jo, 6 Uhr. In 5 Stunden muss ich erst schaffen. Wir laufen jetzt schon da rum. So sind wir, ne? Immer fleißig, immer früh parat. Also es lohnt sich erst so einen Job aufzumachen, wenn man wirklich ein bisschen, wenn man da wenigstens mal weit über 1000 ist. Und man dabei ist, immer wieder Geld dazu zu verdienen. Und die Frage ist halt, wie schnell sich das verkauft. Das bringt dir dann auch wieder Geld. Immer wieder Ware nachkaufe, automatische Verlängerung. Hatte ich, das stand bei mir auf On. Oder ich hätte es auf On drücken müssen, damit es On ist. Das ist halt immer missverständlich, ne? Geschrieben. Der fährt Duck wieder. Kann man da einschreiten? Ne, kann man nicht rein. Wano da AK. Okay. Da ist nichts, ne. $10,44, mein Gott, das ist aber wirklich gar nichts, ist das jetzt. Ich guck mal, ob ich schon mal schlafen kann. Wir können ja bei der Obdachlosen mal schlafen gehen. Aber das kostet Geld. Bis Dienstag 9 Uhr. Naja, sind wir jetzt mal in die Nähe gekommen. Sagen wir mal. Erstmal mal ein Freaky und ein Freak. Ein bisschen was gegessen, genau. Ja, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Wenn wir dann mit der fleißigen Pizza machen, haben wir so ungefähr 130, wo dazukommen. Dann können wir den Lade aufmachen. Aber die Verkäufe kosten aber auch Geld.
Wie ist das eigentlich mit Doppelschicht? Jobs. Ja, die machen wir auch. Hat mir eine Stunde Zeit, schnell den Lade aufzumachen. Nee, dem Quatsch, Blödsinn, den mache ich einen Tag später auf. Das macht Sinn. Weil, wenn ich dann um 15 Uhr den Lade aufmache, dann ist die, wie lange ist der Lade geöffnet? Achso, dann muss man im Geschäft sein. Beziehungsweise, jetzt haben wir auch kein Geschäft. Ich kann hier gar nicht reingehen, oder doch? Moment, Uhrzeit beobachte. Ja, naja, ist nicht gemietet. 10 Uhr, gleich geht's los. Ach, wo laufe ich denn hin? Oh, 10.05 Uhr. Mostly sunny, aber 25 Grad, so schönes Wetter jetzt. Wir haben heute, jetzt fast Anfang April, 9 Grad draußen, was unwindig. Was ist denn das für ein Scheißwetter wieder hier? Deutsche furchtbare Wetter manchmal, ey. Deutschlandwetter, kalt, ungemütlich. Aber da hupt keiner, herrlich, ne? Was eine Stadt, hier gefällt mir es. Hier will ich leben, hier will ich wohnen. Es gibt eine Bar. Offensichtlich gibt es da irgendwo noch einen Nachtclub. Ein Nachtclub, den wir irgendwann noch rausfinden werden. 10.30 Uhr. Gehen wir jetzt schon rein. Nicht pünktlich zur Arbeit. Jetzt gleich los. Zweimal Pizzageld mache. Dann den Lade aufmache. Dann wieder Pizzageld mache. Derzeit. Und gucke, wie es läuft dann. Och, jetzt aber. Der hat die zweite Schicht gar nicht angenommen. Ich habe die zweite Schicht gedrückt, aber da hat er die erste scheinbar eliminiert. Hallo, moin. So, los geht's. Ab. Nimm mal eine frische Pizza. So, jetzt die spezielle Soße. Mozzarella. Pepperoni. Komplett. So, und jetzt nächste. Und hopp. Ja, komm schon. Schinken. Hamburger und die Wurst. Nicht vergessen, so. Mozzarella, Pepperoni, Champignon, Zwiebel, grüne Paprika, Speck und Hamburger. Gefühlt werde ich immer schneller.
Was haben wir gemacht? 13 Pizza haben wir gemacht bis jetzt als Meister in dieser Zeit. Ob wir diesmal 14 hinbekommen. Tropical Chicken, okay. Mozzarella. Huhn, habt ihr aber glaube ich schon mal gehabt, ne? Ananas, sowohl. Grüne Paprika. Und rote Paprika. Eigentlich war die rote dabei. Jetzt kommt die Pepperoni-Pizza, nicht Standard, okay. Aber auch ganz lecker, ne? Ich finde die Pepperoni auch hier auf der Pizza gut verteilt, wie es sein muss. Zu viel ist auch nicht gut. Und zu wenig, was eher das Problem ist manchmal, das ist auch nicht gut. Ne? Also es muss schon eine gute Mischung drauf sein. Spezielle Soße. Mozzarella. Steak war hier. Zwiebel. Ja, ich habe ja schon davon erzählt, vom Cooking Simulator. Der Pizza, die Pizzabäckerei dabei macht auch sehr viel Spaß. Und zumindest müsst ihr dann auch der Teig selber herstellen. Ne? Der Teig muss geknetet werden. Champignons müssen geschnitten werden. Und das ist ja das, was das eigentlich schon klasse macht, ne? Das Spiel, muss man schon sagen. Muss ich unbedingt mal so eine Folge reinspielen, Pepperoni. Speck. Hamburger und Wurst. Nächste Rezept kommt, zeig schon, der Lux. Elf Stück sind fertig schon. Steakhouse ist Barbecue. Cheddar. Das ist bestimmt lecker. Cheddar. Steak. Zwiebel. Tomate. Jalapeno. Die haben wir auch so nie gehabt. Die ist bestimmt lecker. Cheese, eine spezielle Soße und das auch. Der Cheddar auch noch dazu gemacht. Das wäre eine leckere Cheese-Pizza. So.
Ja, das wäre die 13. die unterwegs ist. Na ja, komm, komm, noch eine schaffen wir. Komm schon, Rezept. Wiki. Meinetwegen, auch das. Pilz. Zwiebel. Tomate. Und die 14. kriegen wir hin. Eine 15. würde jetzt gerade so gehen, wenn es jetzt nur eine Pepperoni-Pizza oder eine Cheese-Pizza wäre. Aber Tropical, ja, gibt es mehr Zusate. Die kriegen wir nicht hin. Schade. Komm, jetzt wollen wir Geld sehen. Kohle, Zasse, Knete. Dann noch das Winkel. Okay, $141 haben wir drin. Jetzt sind wir gleich vom Lade. Handy rauszüge, 15:02 Uhr. Zack, Jobs, Pizzabäcke, 16 bis 22 Uhr. Gehen wir gleich wieder rein. Nächste Runde. Da haben wir wenigstens so 270, knapp 300 hätten wir vielleicht. Und dann sind wir auch übermüdet, dann können wir schlafen bis zum nächsten Tag, hoffentlich doch. Und können dann, also wir hoffen zumindest mal, dass, also ich hoffe es wirklich dringlich, dass da unsere Games noch da sind. Aber wie gesagt, das ist vielleicht alles zu früh. Also besser ist, lieber erstmal ein bisschen Geld zu sammeln, dass ein bisschen Geld zusammenkommt, ne, dass man auch schon einen größeren Bestand kaufen kann. Aber man kann in dem ganzen Etage nur mit einem Dings irgendwie naja, müssen wir mal schauen. Ob man noch andere Etagen oder so machen kann, weiß ich nicht. So, gehen wir gleich wieder an die Arbeit. Zelle Soße. Feta. Zwiebel. Tomate. Oh, die hätte ich sogar gebraucht. Gehaltserhöhung. Oh, wir haben wieder Gehaltserhöhung bekommen. Naja gut, ist ja auch Zeit. Rote Paprika, das ist gut. Pilze, Zwiebel, ja, je mehr Zutaten, umso länger dauert es natürlich, ne? Jalapeno und Feta.
Pilz. So. Ey, renne ich schon hin. Oh, halt. Oh je, jetzt habe ich Barbecue hier drauf. Hawaiian, ja toll. Geht doch. Gut. Kann man es rückgängig machen. War ich hier zu schnell gewesen ein bisschen. Viel mit Hackpizza. Klassik, ja, spezielle Soße. Ja, gewöhnt man sich ganz schön hier dran, da ziemlich flott voranzukommen. Schaffen wir noch die Pizza, die nächste.
Jo, hätten wir wieder 14 geschafft. Ja, das ist halt langsam die Grenze, würde ich sagen, ne? Jo. Ob ich irgendwann so einen Lade auch aufmachen kann? Da hinten stehen ja die ganzen möglichen Pizzas. Ah, okay. $17, $16. Man kann ja gut Geld verdienen damit. So. Ja, wie vermutet. Wie spät haben wir es jetzt? 20 Uhr. Wenn wir jetzt schlafen gehen, ist es wieder mitten in der Nacht. Oh, ey Gott. Müssen wir noch ein bisschen rumlaufen. Ich will aber nicht so viel Geld ausgeben oder sowas. Ein bisschen Zeitschinde. Zeit geht halt, ist halt irgendwie blöd am Anfang, zumindest am Anfang. Später hat man vielleicht mehr Möglichkeiten. Ich glaube, später hat man mehr zu tun. Irgendwann hat man später auch Möglichkeiten, was weiß ich, die Zeit um die Ohren zu schlagen. Man hat irgendwie mehrere Business und so weiter. Dann wird die Zeit nachher noch viel zu knapp sein. Ja? Im Moment muss man immer so ein bisschen warten. Da ist es wahrscheinlich besser. Wenn man die Zeit irgendwie ein bisschen rumbringen kann, das ist halt immer blöd mit dem Warte, 21 Uhr. Uhr, vielleicht reicht es jetzt. Gucken, wenn wir jetzt schlafen gehen, wie es dann aussieht. Boah, sind wir wieder aus der Puste. Mittwoch 3 Uhr. Das ist so wenig Schlaf. Oh Mann, das dauert doch zu lange. 3 Uhr, Moment, was haben wir jetzt? Das sind so ungefähr 5 Stunden. Mehr geht nicht, ja. Fünf Stunden. Mehr geht nicht zu schlafen. Bis 4 Uhr, ja.
Ne, 6 Stunden. 6 Stunden im Voraus kann man. Das ist. Ich meine, was soll ich da machen? Ich kann hier nicht ständig nur hier rumlaufen und keine Ahnung. Gut, wir können mal was essen machen. Derzeit. Achso, Quatsch. Duschen gehen können wir auch schon mal und so weiter. Das können wir alles vorbereiten. So, haben wir noch gut gegessen. Gehen wir mal duschen. Ich glaube, wenn die Energie ganz weg ist, dann, genau. Dann schlafen wir auch länger. Wahrscheinlich liegt es da dran. Okay. Naja, wenn wir nachher mal so einen ganzen Tag zu tun haben, dann ist das vielleicht einfacher einzustellen. Ich will dir nur gucken, ob das Business funktioniert. Mehr will ich gar nicht wissen. Tja, 5 Uhr. Kommt, machen wir es. Schlafen wir mal. So, jetzt Three days. So. Jetzt ist sie hoffentlich an. Jetzt mal gucken, dass. Boah, komm, geht da mal aus den Füßen jetzt. Kann man gucken, ob unsere Sachen noch da sind? Ja, die sind noch da. Gut, ich habe es fast gedacht. Wenn wir es Money schmiede, dann bleibt es irgendwie gespeichert. Und das ist gut. Das ist schon mal gut. Start. Werbekampagne kostet aber auch Geld. Tageslöhne insgesamt. Stundenlohn 12 Dollar. Tageslöhne. Ich kann keine Werbung machen. Oder wir müssen direkt erstmal ganz schnell wieder Pizza machen gehen. 10 bis 19 Uhr. 9 bis 18 Uhr reicht auch. Laden öffnen. 3, 6, 9, 12, 15. 3, 6, 9, 12. Ich habe gerade gedacht, da wäre was verschwunden da hinten dran. Jetzt müssen wir erstmal bis 9 Uhr abwarten. Was haben wir denn jetzt überhaupt? 6 Uhr. Oh. Naja, gut, aber wenn wir jetzt von 6 Uhr bis abends zum Schlafen geht, Zeit halt wieder durchhalte, dann schlafen wir vielleicht auch ein bisschen länger. Und das können wir dann abkürzen, ne? Also wenn wir maximum 12 Stunden schlafen könnte, brauchen wir nur 8 Stunden zu schlafen. Das geht ja, aber nur nach länger kann man nicht schlafen. Ja, das ist halt gerade am Anfang jetzt ein bisschen blöd, ne? Wenn man dann in die Zeit um die Uhr schlagen muss. Könnt ihr mal gucken, wann der wieder Jobs für uns hat. Nur wenn er jetzt einen Job für mich hat. Nichts frei. Okay. Also man merkt schon, am Anfang gab es mal gut Kohle, aber jetzt dauert es, ne? Bis der mal wieder was hat. Kostet 108 am Tag, die Mitarbeiterin. Ich hoffe, dass wenn die wenn der Laden öffnet wird, dass sie dann da ist, automatisch. 108 Dollar am Tag, das heißt, ich hoffe mal, dass die gut was verkauft. Ich habe sie auf 35 Dollar gesetzt, ein Spiel. Empfohlene, die unverbindliche Preisempfehlung war ja 30 Dollar. Müssen wir halt mal abschauen.
Meine Güte, die Zeit. Ja, ich meine, für viele Dinge wird die Zeit wieder viel zu schnell vorbeigehen, aber im Moment, also wenn man darauf warten muss. Und wie gesagt, das ist nur am Anfang so ein bisschen dämlich, weil später wird die Zeit für gewisse Dinge dann rennen ohne Ende. Gucken wir gerade nochmal, was die überhaupt alle nochmal kosten. Boah, 17.500, boah. 12.500 als Transporter, ne? So ein eigener, können wir vielleicht auch mal gebrauchen. Das werden wir sehen, ob wir den brauchen oder nicht. 25.000 sagt, ne? Stramm. 5.000! Naja, aber dafür, mehr habe ich ja ein Auto, ne? Also. Achso, kann ich den eigentlich verkaufen? Warte. Nee, da ist ja gar nichts. Oder bei dem vielleicht verkaufen. Ach, der liegt nur da rum, ganz tief und entspannt. Das schon wieder sehe. Jetzt fahren sie los, okay? So, gleich ist es soweit. Dann werden wir sehen, ob der Shop geöffnet ist oder nicht. Meine Güte, was eine Warterei. Das gibt's ja wohl nicht. Ich hätte ja um 8 öffnen können, aber ich glaube 9 bis 18 Uhr, oder was es jetzt steht, das ist doch schon ganz gut. Anders, der muss gar nicht sein. Gleich ist es soweit. Das gibt's doch nicht. Also Leute, ihr könnt ja wenigstens im Video nach vorne springen. Das ist der Vorteil dabei. Jetzt ist er offen. Die ist da. Oh, und Kundschaft schon drin. Oh, die Spiele stehen da drüben im Moment. Aber die sind alle so bewegungslos. Naja gut, dann kann man nur hoffen, dass jetzt Geld verdient wird. Oder 35, 60? Ne, das ist ja noch das.
Der war, wie kriege ich raus, dass da was gekauft wird? Kann ich da reingucken jetzt? Kein Umsatz, gar nichts. Mann, 150. Ja, wann passiert denn was? Ist es erst am Abend dann oder so? Na, hier sind wir doch. Hä? Verstehe ich nicht, was hier gemeint ist. Oder warum sind wir da nicht? 5-Tage-Umsatz gar nichts. Oder müssen wir erstmal Geduld haben? Wir müssen also echt, ich muss eigentlich schon wieder draußen wieder Pizza machen gehen. Was haben wir jetzt für Uhrzeit? 11 Uhr. Kann ich eigentlich Jobs wieder annehmen? Waren wir gerade pünktlich angekommen? Die Zeit läuft. Ne, erst wenn wir drin sind. Okay. Ich verstehe halt noch nicht, wie wir Geld verdienen sollen, ne? Spezielle Soße. Also mit unserem Shop. Gut, es muss ja nicht in der ersten Stunde da alles verkauft sein, das ist ja auch Quatsch. Aber da kommt ja im Moment gar nichts, ne? Na, Wurst. Ah! Ich. Ah, Mann! Aufrüstung im Einsatz. Das war jetzt dämlich.
Oh, da kommt eine Menge drauf. Aber diesmal mache ich nur die 5, da gehe ich raus, mal gucken, was da passiert. Da habe ich das Auber gesehen. Bin eigentlich nur neugierig, was jetzt passiert mit dem Lade, ne? So, mal gucken, was passiert. $17. Ach so, dann haben wir auch nur die Zeit. Uah. Aber Spiele auch noch keins verkaufen. Ne? Aber gut, das muss ich beobachten, wie das dann da laufen soll, wie das funktionieren soll. Das werden wir dann weiter sehen. Ne?